Hier haben wir wieder so ein gutes Stück. Eine Z500. Ist auch schon lange nicht mehr gelaufen. Die Bremsscheiben sind ein bisschen rostig. Die Batterie habe ich schon mal eine angeklemmt. Frische Kerze habe ich gerade reingemacht. Jo. Zündung brennt. Hat 38.000 Kilometer gelaufen. Wir müssen mal starten. Ich hatte sie allerdings schon mal an, eben. Tja, auch hier wird wieder ein Motorrad umgebaut. Es gibt so einen Dragger. So, fangen wir jetzt halt mal an. Die Sitzbank soll da drauf gezaubert werden. Das Teil hier weg. Der Hochlenker auch weg. Und das sind jetzt hier die Zutaten, wo jetzt verbaut werden. Das ist der Heckbügel. Tolle Blinker, ein Enduro-Lenker und irgendwie das Schutzblech. Das soll irgendwie neu schön gestylt werden. Und Bremsleitung und Stahlflex. Okay, an die Arbeit. So, das hässliche Teil ist erst einmal ab. Okay, schneide ich den Rahmen noch ein bisschen ab und brusse das zusammen. Karl, so irgendwie, hä? Das, ja, das soll er hier oben das Rücklicht hinmachen und hier ist nochmal ein Schild. Ich bin noch überlegt, ob ich einen dickeren Kotflügel nehme. Wenn wir mit dem Bügel vielleicht besser, aber der Reibe wieder zu tun. So, den Scheiß habe ich jetzt rausgeschnitten. Ich kriege hier einfach kein richtiges Style rein. Die Sitzbank, die geht mir auf den Sack. 200 Euro Sitzbank aus China. Und den nervt mich in dem ganzen Tun hier. Die ist doch viel zu kurz. Hast du das im Griff jetzt mit der Sitzbank? Ja gut, ich habe da jetzt ein Scharnier dran gemacht. Ich hoffe, dass es auch zugeht, dass es jetzt passt. Mal testen machen. Hör mal, das sieht doch schon mal gut aus. Das haben wir schon alles verschweißt. Verschweißt. Ist alles gut. Und die Platte unter der Sitzbank, ne? Die ist ja normal auch noch drin. Ja, die müssen wir ja abmachen. Aber na gut, die ist ja geschraubt. Na, dann machen wir runter. Warte mal, ganz kurz. Den hast du auch dran gemacht, hier, ja. Das Gegenstück, damit das mit Schloss geht. Okay. Okay. Fest? Passt. Super. Machen wir nochmal den. Hallo. Dann haben wir an seine Batterie dran. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Gut. Prima. Dann machen wir nochmal zu. Coole Konstruktion. Zeig mal. Den hat er da nicht so rein. So. Ja. Das haben wir jetzt hier alles nochmal geändert hier. Ja. Ja, so ungefähr wird es werden. So, wir steilen jetzt das Motorrad und das soll jetzt so werden. Das haben wir ja schon gesehen, dass wir das hier alles umgebogen haben.
Jetzt kommt der Schutzwinkel auf die Molle hinten dran. Hier die Lampe. Besonders guter Schutz. Das soll auch ungefähr so aussehen. Ich denke, das wird ganz cool. Jetzt zeige ich euch nochmal der Hinterabgang. So, jetzt der Abgang von der Sitzbank, der sieht jetzt so aus, erst hatte man mal einen Rundbügel dran und hinher, aber das hat alles nicht so funktioniert. So wird das. Und dann ist unsere Kawasaki mit dem Auftrag, wo man hatte, eigentlich auch soweit fertig. Gut, die Blinker davon, die Dinge, die kommen noch ab, aber die Lampe soll bleiben. Da ist sie ganz stolz drauf. Ich finde, die hat auch irgendwie was Eigenständiges. Jetzt ist es schon wieder Viertel nach neun abends. Und ich bin eigentlich immer noch nicht satt. Ich verliebe mich jedes Mal in diese Projekte, wo ich da mache. Ich weiß auch nicht. Böse Krankheit. Das ist so geil. Und ich finde immer so Leute cool, die nicht einfach nur so Standard-Motorräder fahren. Weil jeder hat so sein eigenes Style. Und ich muss mich dann auch immer reindenken in die ganze Sache. Und jetzt auch hier vom PR, die Maschine. Ich finde es eigentlich cool, dass die Jungs immer wieder tolle Ideen haben. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, weil ich bin ja auf einem anderen Trip da mit mehr Kaffeeräser, aber echt cool. Und ich freue mich über jedes umgebaute Motorrad. Auch die, wo andere machen. Ich muss ja nicht immer alles selber machen, aber die Jungs haben echt immer coole Ideen und sind da mittlerweile ein paar Mädchen dabei. Ich freue mich und bleibt alle aktiv, gell? Ich bin's sowieso. Bis dann, tschüss. Das ist jetzt hier zusammen. Ja, legen wir es hinzu, jetzt müssen wir das schön geschmeidig beischleifen. Erst so können wir es nicht abgeben, ist klar. Ja, so können wir es nicht lassen. Wir filmen dann in 10 Minuten nochmal. Okay, dann viel Spaß. Ja. Das sieht doch sauber aus jetzt. Ja, ich denke, der Abschluss. Wir können noch ein bisschen hin und her, aber ich denke mal so von der Mitte her. Mhm. Ist okay. Gut. Ich will nur mal sagen, gut. Hier. Machen wir noch die Seitebleche dran, da stelle ich es gleich in YouTube, damit es da der sieht. Ja, dann guck es noch mal. Ich habe da oben mal einen Zentimeter, wenn ich so hin und her gucke. Wie so ein Sonnenlicht, da kann man es besser fotografieren. So, da wollen wir noch mal gucken. Hier, Dirk, die Blinker vorne, die hätten wir eigentlich abmachen können. Ich meine, ja. Ist zwar jetzt nicht unser Auftrag, aber nur schon für den Film. Na egal, da sind sie halt dran. Also bleiben wir hier oben bei den Lenkergewichten. Wunderschön. Die Griffe sind auch gut. Der Enduro-Lenker hat auch was. Ja. Da sitzt man wirklich schön breit drauf. Die Sitzbank, das ist die 100€ Gina-Sitzbank, die Arbeit gekostet hat. Die Kotflügel haben wir gestylt und hinten das Heck. Lackiert haben wir es nicht, müssen wir auch nicht machen. Ja, so sieht das jetzt so von der Seite aus. Mach nochmal die Sitzbank auf, ich will nochmal unter die Sitzbank filmen. Stahlflexleitungen sind drin, hinten und vorne. Und die Sitzbank haben wir jetzt aufgemacht. Da haben wir hier unten so ein Blech reingezaubert, das sind ja Schrauben gewesen. Da konnte man das festmachen. Und dann haben wir da hinten den Halter angeschweißt, damit die Aufklappe geht. Und haben hier am Seitendeckel das Originalschloss. Das haben wir beibehalten. Das darfst du wieder zumachen. Aber halt doch mal ganz kurz dahin. Unser Wunderwerk. Toll, ne? Yes. Und zu. Prima. Fertig. Yes.